Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Prokos-Kanal. Mit dabei sind heute Eli, Mo und Lame und natürlich David, der für Victor einspringt. Und wir machen heute Rate die Nation. Das heißt, wir kriegen gleich Fußballfakten über die Länder gesagt und müssen dann erraten, welches Land das ist. Also nochmal auch für die Zuschauer, es gibt 5 Punkte, wenn beim ersten Fakt erraten wird und dann immer runtergerechnet. Also ein Punkt theoretisch, wenn man nach 5 Fakten dann erst antwortet. Ein Punkt, und wenn ich nach dem ersten genau. direkt antworte, wenn du beim zweiten antwortest 4, dann 3, dann 2 und wenn du alle Fakten brauchst, dann okay. Erster Fakt. Ich bin Europameister. Nicht aktueller Europameister dazu. Oh. Ach so. Ja. Er muss drücken. Er muss. Ich hab gedacht, ja, nee, dann. Also generell Europameister. Ja, das ist. Nee, aber muss das sagen. Ja, muss das sagen. Ach so, ja. Okay. Ich hab gedacht, okay. Ich hab's den nochmal geklärt. Ja, ja. Ich hab, Wen hättest du gesagt, Clem? Okay. Jo. Hä? Welches Land hättest du jetzt gesagt? Aktueller Europameister? Frankreich oder nicht? Nee. Oh, ja, okay. Nee, die waren die letzten Weltmeister. England. Nein, fast. Fast. Hey, war es nicht England? Nein. Italia. Damit hat die am Finale verloren. Nächster Fakt. Mein Kaderwert liegt bei 298 Millionen. Wird eh keiner wissen. Warte. Ja nee, kennt jeden Wert. Griechenland? Nein. Hä? Da bist du raus. Hä, Griechenland? Du, okay. Sind die überhaupt dabei? Mach weiter. Geht das... Oh, die ist nicht mehr dabei. Das so, war's. Nächster Fakt. Ich spiele als erstes gegen Tunesien. Ja, nice. Ich bin Platz 10 auf der FIFA-Weltrangliste. Und letzter Fakt, ich komme aus Skandinavien. Also jetzt könnt ihr theoretisch guessen. Skandinavien. Aus Skandinavien. Oh, es gibt 2, oder? Ja, ich wüsste es, Mann. Ja, sollen wir einfach... Gibt's Minuspunkte? Nee, wir haben ohne Minuspunkte gemacht bisher. Gut, dann sage ich Ukraine. Oh mein Gott! Skandinavien, Mo, ne? Also. Oh mein Gott! Hilfe! Das ist ein Clip. What the Scheiße! Ich will nicht antworten. Nee, willst du antworten? Junge! Es gibt keinen Minuspunkt, antworte! Okay, ich sag's, Schweden. Ach, auch falsch. Skandinavien. Ja. Skandinavien ist oben, Mo. Das ist Dänemark. Oh, ja, ich wusste es, Mann, ey, warum Buzzer? Ja, die haben einmal gewonnen. Minuspunkte machen. Die waren schon Europameister, ja. Die sind eingesprungen bei der EM. Was ist Ukraine dabei überhaupt? Wann waren die Europameister? 82 oder so. Boah, Digga. Nee, macht das Sinn? 80? Sowas? Ja, aber lass safe mit Minuspunkten. Wollt ihr? Okay, dann habt ihr alle 3 Minuspunkte außer Eli. Nee, ab. Was laberst du? Nein, lass ab nächster Runde. Ab nächster Runde, okay. David, du bist ja echt lustig unterwegs heute. Und wir können ja sagen, man muss eine Antwort geben. Okay. Ja. Dann machen wir das nächste Land. Mein Kaderwert liegt bei 884 Millionen. Ui. 87% der Mannschaft spielen nicht in ihrem Heimatland. Ich bin Platz 9 auf der FIFA-Rangliste. Ich geh rein. Ja, Eli? Belgien? Ist falsch. Ich geh rein. Mo? Brasilien. Ist auch falsch. Ah. So, weiter Minuspunkt. Dulden, Lame, ihr wollt nicht? Ach, da waren das alle Fakten, nee, oder was? Nee, ich hab noch 2. Aber Lame. Also, nee. Ich will die 2 Fakten an. Die nächsten Fakten sind eh obvious. Ich habe die Nations League gewonnen. Alter. Junge, das guckt doch keiner. Und ich hab den Goat in meiner Mannschaft. Ja. Dulden. Argentinien. Das ist falsch. Das ist mir egal, das muss ich sagen. Portugal. Nee. Ja. Ja! Er sagt, David, dann ist dein letzter Fakt leider falsch in meinem Buch. Also, ich muss mal dazu sagen, Victor hat die Videos vorbereitet. Das heißt, für Victor ist CR7 der Goat, aber ich muss dazu sagen, für mich auch. Das ist leider ist der letzte Fakt falsch, David. Ja, ist scheiße. Den Minuspunkt hast du gern mitgenommen, mit Herz wieder. Was sagst du, Dulden, wer der Goat mein. Na, Messi natürlich. Weiß ich jetzt nicht. Deswegen, um meinen Fakt zu bestätigen, nehme ich den Minuspunkt mit Herz mit. Was habe ich jetzt gekriegt? Plus wie viel? Boah, plus 1. Ja. Okay. Du führst aber mit 2 Punkten gegenüber allen, weil alle minus 1 haben. Brasilien war schon smart, muss man sagen. Belgien war auch smart. Aber diese Weltrangliste weiß doch kein Mensch, so. David. Warum ist das immer ein Fakt? Immer wenn ihr so 15 hört, denke ich Deutschland. Ne? Ja, aber. So, next. Ja, aber. Ich bin zweifacher Weltmeister. Okay. Was nochmal? Zweifacher Weltmeister. 2 oder 3? 2. Lame, du hast gebuzzert. Frankreich? Nein. Oh. Warum bist du so wild? Bist du gierig geworden, ne? Dulden? Uruguay. Richtig. Ja. Oh mein Gott. Digga. Ja, nice. Sag einfach Einwohnerzahl und dann weißt du auch. Jetzt hat Dulden 4 Punkte direkt. Frankreich hat 2. Wie? 4 Punkte? Ja, die haben auch 2. Ja.
Dolan hat jetzt 5 Punkte. Was hat er? 4 oder minus 1 hat er vorher. Ach du Scheiße. Ich hab jetzt minus 1 gekriegt, ne? Ja, du hast wieder 0. So, next one. Ich bin einer der Veranstalter der WM 2026. Okay. Ja. Boah, ich nehme das an. Mexiko. Hast du Mexiko gesagt? Das ist falsch. USA. Mann, Digga. USA ist richtig. Das ist aber auch, also ohne Sinn. Mann, da gehe ich 50-50 rein und dann verkacke ich. Ja, Kanada ist doch auch dabei. Ist auch Kanada dabei? Kanada auch? Ja, Kanada ist auch dabei. Okay, dann mal. 33. Nice. Und dann bin ich smart, ich drück einfach, weißt du, weil... Ja, ich dachte, Kanada wär's. Ja, weil du hast nicht mal gebuzzert. Ohne Sinn. Okay, ja. Gut, dann habe ich jetzt auch 4 Punkte. Richtig. Ist das dumm. Super. Next one. Ich bin auch Europameister schon mal gewesen. Yes. Mein Kaderwert liegt bei 474 Millionen. Circa 50% der Nationalspieler spielen auch in ihrem Heimatland. In FIFA habe ich sehr viele Ikonen. England. Würde ich auch sagen. Ist falsch. Boah. Mann. Dullen. Italien. Ist falsch. Hä? Hey, Mann. Die dann aus ihren Löchern kommen, ich weiß es sogar jetzt. Lame, was hast du noch? Ich weiß es. Dullen hat das gleiche gesagt wie ich. Jetzt sag irgendwas anderes. Ja, dann musst du einfach was anderes. Musst du jetzt auf die Schnelle machen? Oder ja, du hast gebuzzert gehabt. Nein. Du hast gebuzzert. Ich hab doch nur noch eins, oder? Gefühlt? Einen Punkt habe ich danach noch. Ja, ich muss jetzt nur eins sagen. Ich höre mir den Punkt an. Ich würde sagen. Spanien? Mann, gib mir Minuspunkt, pass! Auch falsch, Spanien. Gib mir noch einen, ich habe keine Ahnung. Okay, letzter Fakt. Ich werde von einem Ex-Menu und Bayern-Coach trainiert. Holland. Richtig. Ja, Mann, es war 50-50. Ja, passt. Also, zwei haben wir noch. Vor diesem Tipp hatte ich null Ahnung, ne? Ikonen, alle. Doch, mit vielen Ikonen. Ach, ich mach ganz halt die Fakten. Ey, die wusstest du Holland? Nee, ne? Doch, ich hätte auch Holland gesagt. Stop jetzt. Also, ich dachte England, Holland oder Italien. Nee, ist das Land oder vorletztes? Ich bin schon mal Weltmeister gewesen. Ich bin bekannt dafür zu choken. In Deutschland. Falsch. Mann. Nee. Argentinien. Auch falsch. Was? Ja. Deutschland hat zweimal. Was soll ich denn erzählen? Ja, ich hab nix. Die choken auf das. Ich bin bekannt dafür zu choken? Ja, das ist ein Fakt hier. Victor sieht anscheinend das Land als Choke-Nation. Boah, England ist doch kein Weltmeister geworden, oder? Hast du einen Guess? Ich hab nichts. Argentinien, ja. Hat er schon. Brasilien, ja. Das ist falsch. Ich nehme auch noch den Buzzer. Ja, dann sag. England. Richtig. What the fuck? England wurde Weltmeister? Ja. England wurde Wembley Weltmeister? Wembley, oder? War auch dieses Wembley-Ding. Wie? Oh mein Gott. Ich wusste, dass sie choken, aber ich hätte niemals, dass sie Weltmeister waren. Ich muss jetzt einfach stoppen. So, und jetzt das letzte. Buzzer. Das Land ist auf jeden Fall Olympiasieger. Du musst Buzzer clearen. Ja, okay. Aber Olympiasieger schon mal als Fakt. Okay. Brasilien. Falsch. Ja, ich musste. Muss ich machen. Muss ich machen, Chat. Chat. So. Platz 2 der FIFA-Rangliste. Yes. 79% spielen nicht in dem Heimatland. Ich muss wegen Punkte. Olympiasieger. Und Platz 2 der Weltrangliste, ne? Keine Ahnung. Argentinien. Das ist falsch. Gib mir die Fakten, komm. Okay. Vorletzter Kaderwert von 544 Millionen. Ah ja, okay, jetzt weiß ich's. Ja. Und anscheinend sitzt der Captain auf der Bank von Real. Ich weiß aber nicht, wer der Captain des Landes ist, to be honest. Warte, was? Was? Der Kapitän? Der Kapitän. Auf der Bank von Real. Ich guck gerade. Ah, okay, doch. Zweiter der FIFA-Rangliste. Ja, ich und der Kapitän ist aber Bank von Real. Oh mein Gott. Ah, ich weiß es auch, Leute. Ich weiß es auch. Der Spieler, der war mal bei Chelsea. Und war mal fett. Die haben die. Du bist, hast du es jetzt langsam? Ja, langsam hat's gedacht. Ja? Und? Belgien. Richtig. Mann, Digga. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Aber Lane, du kannst das Auto machen, weil ja, du beide Games insgesamt Minuspunkte gemacht hast. Ey, aber warte mal kurz. Bin ich in dem Spiel nicht Dritter? Ist Eli nicht Letzter? Ja, weil Eli alle 50-50 ja, ich wurde einmal Erster, einmal Letzter. Ist okay. Ja, man geht auch auf den dritten Platz, ne? Auf, als Sieger. Dann mach einmal Auto. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Vergiss nicht zu subscriben. Und ja, danke, dass ihr da wart. Hallo, Jana.